Tank werden aus EMCs gemacht. Was macht das zum Beispiel? Refinerie. Das macht doch irgendwas Refinern. Aber ich kann hier klicken, wie ich will. Es wird mir nicht angezeigt, was ich mit Refinerie machen könnte. Fragezeichen. Ach so, dann könnte ich das bauen. So, jetzt brauchte ich das hier. Fragezeichen. Haben wir denn da alles? Nö. Doch. Nee, haben wir nicht. Uns fehlen noch die Dinger. Ihr wisst schon, die Dinger. Die Kolben. Da. So, haben wir. Baue ich gleich mal zwei. Wo haben wir es gehabt? Hier. Fragezeichen. Das heißt, wir brauchen die hier. 1, 2, 1, 2. Glas. 1, 2. Holz. Auch mal zwei Kolben. Bäm. So. Super. Läuft. Die Frage ist natürlich jetzt, warum das Ding hier abgewürgt wurde. Ja. So, Lever brauche ich wieder. Da ist er. Bäm. Er wirkt. Oder auch nicht. Warum wirkt der jetzt nicht? Da ist doch Material drin. Es ist merkwürdig. Vielleicht werden wir hier noch einen zweiten hinsetzen. Wir sind beide an. Und gibt er jetzt keine Energie raus? Warum? Wieso? Weshalb? Aber die sind noch blau. Ich habe da so eine Idee, warte mal. Bevor wir aber wieder was zerramschen. Ich hoffe, dass es damit geht oder mit der Spitzhacke. Ich weiß es nicht. Wir probieren erstmal mit der Spitzhacke aus. Ja, damit ging's. Okay. Spitzhacke, dann brauchen wir Holzer. Holzer, Holzer, Holzer. Ich und mein Holzer. Gut. Das Röhrling raus. Das Ding hier rein. Okay. Auch nicht. Da kriegt man so Krämpfe. Kennt ihr das, wenn man so Krämpfe bekommt? Da ist das Teil. Wenigstens kriege ich das Ding wieder jetzt immer her. Man muss doch irgendwann hier gehen. Warum geht der jetzt nicht mehr? Hat doch vorhin geklappt. Das muss doch irgendwie... Nö. Nö. Das ist der Aufbau, den ich vorhin hatte. Und jetzt geht der nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Was macht denn der Refiner? Wir können ja mal gucken, dass wir einen Refiner bauen. Mal ja mal machen. Rotsteinfackel, Diamantengier. Ach du Scheiße, Kleister. Goldgier. Irongier.
Stone Gear. Wooden Gear. Leute, ey. Regulator. Klingt nicht danach. Retriever, keine Ahnung. Blockbreaker. Repeater. Stone Wafer, Stone Wafer, Stone Wafer. Mhm. Ja, man gönnt sich ja sonst nicht. Transparent Ledge, keine Ahnung. Muss doch noch eine andere Möglichkeit. Wire das Receiver, Wire das Jammer. Kompressor, Remote Monitor. Was haben wir denn noch? Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, an was ranzukommen. Der hier geht jetzt dummerweise nicht mehr. Das ärgert mich gerade tierisch. Warum geht der jetzt nicht mehr? Das ist, was ich nicht verstehe. Was passiert, wenn ich ihn einfach den daneben erst stelle? So. Auch nicht. Was passiert, wenn ich den hier hinstelle? Auch nicht. Dann gute Frage. Nix. Es ist doch zum Heulen. Es muss doch irgendwie möglich sein, hier in dieses Tesch-Zeug reinzusteigen, ohne 7 Millionen Redstone zu haben. Ruby-Block. Black Wool. Ja, Recycler haben wir gemacht. Das geht ja. Force Field, keine Ahnung, es ist Energiefeld. Wenn ihr echt da einen Tipp habt, dann könnt ihr mir den mal echt sagen, weil ich gerade so ein bisschen Antimaterie-Relay, ja, ist alles super geil, Obsidian, Diamantblock, doch man könnte sich ja sonst nichts. Redstone. Draht. Es kann natürlich sein, dass ich vielleicht ein Draht dazwischen bauen muss, dass die gar nicht jetzt mehr so nebeneinander gehen, weil irgendwie das nicht funktioniert. Machen wir das mal. Das heißt, wir bauen hier das Ding hier auf. Machen hier einen Schalter. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns so ein Drahtding holen. Irgendwo hatte ich doch Draht auch gehabt. Wo war denn hier das Draht gewesen? Draht. Ich mach mir mal ein Draht hier hin. Den kann ich gar nicht generieren, aber das ist ja super. Was brauche ich denn für den Draht? Aha. Oh, dafür brauche ich auch wieder Redstone. Redstone kriege ich aus Rotsteinerz, aus Netherrock. Davon habe ich keine Quelle. Das ist das Bekloppte. Bretter. Ich kann ja mal gucken, was ich mit Bretter alles bauen kann. Vielleicht kriege ich da was zusammen. Mit Bretter. Hühnchenbraten. Ich habe hier irgendeine Möglichkeit, in den Basics was zu machen. Kolben. Eine Tür, das kennen wir alles. Was ist das hier? Das ist die Falltür. Okay, eine Schüssel. Ein Bett. Das ist die Werkbank. Wert. Kann ein Knife machen, okay. Eine Wooden Battle Axe. Ein Wooden Warhammer. Crossbow. Das sind. Was ist das? Ein Stock. Keine Ahnung. Bilderrahmen. Eine Feed Station. Detector Storage. Das ist die Engine. Projekt Table. Keine Ahnung.
Wooden Transport Pipe. Okay. Advance. Wooden Sickle. Transposer. Was ist ein Transposer? Vulkan. Ein Buffer. Item sowieso. Batteriebox, Regulator, Relay, ein Ejector, der schmeißt irgendwas raus, würde ich sagen. Voltmeter ist ein Voltmeter. Damit kann man Strömling messen. Das ist die Charging Box, die zum Aufladen. Die haben wir schon gebaut. Floppy Disk. Das ist dann alles für Computerzeug. Das ist alles wesentlich später. Ich weiß nicht, wann ich das erreiche. Wenn ich vorher nicht schon einen Föhn bekommen habe. So, okay. Was gibt's denn für Stone? Stone. Okay. Items. Geht nicht. Blöcke, geht nicht. Ach, ich sollte das auch richtig schreiben. Ich habe das andere wieder mal nicht gelöscht. Stein. Was kann ich mit Stein alles machen? Ah, hier ist unser klassischer Repeater. Rotsteinverstärker. Monitor. Was ist das da? Nochmal ein Monitor. Der Transmutationstisch. Dann Transmutationstabel. Muss mal gucken, dass ich hier irgendwas bauen kann, was vielleicht irgendwie Stone Post. Aha. Sensormodule. Block of Concrete. Was mache ich mit Block of Concrete? Weiß ich. So, nochmal hier zurück. So. Guck mal auch so lang. Bei die andere Seite habe ich schon ein bisschen geguckt. Das ist das. Privat Sniffer. Klingt ein bisschen komisch. Gut, das ist so konkret. So, jetzt muss man mal gucken, mal mit Pflasterstein. Vielleicht kann ich mit Pflasterstein irgendwas machen, wo ich eigentlich erstmal bauen sollte, weil es mich irgendwie weiterbringt. Was ist der Kolben? Das ist der Braustand. Das ist der Schalter, den haben wir schon. Das ist ein Speer. Eine Battle Axe. Ein Warhammer. Sensor. Sensormodule. Sensorcontroller. Stone Gear, Detektor. So, da haben wir Steam Engine. Wir könnten auch eine Steam Engine bauen. Die muss bestimmt beheizt werden. Also eine Steam Engine wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber da brauche ich Stone Gear schon. Ja. Ein Deployer. Okay. Transposer. Blockbreaker. Mir kommt gerade eine Idee. Aber ich kann das leider nicht bauen, weil ich keinen Redstone habe. Mir kommt eine Idee für die Melonenfarm. Und zwar, man kann ja mal Melonenteile schieben. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke hintereinander. Und dann auf der einen Seite ein Blockbreaker und der macht das dann einfach rein. Was haben wir denn da? Filter, Igniter, Relay, ein Ejector und ein Incinerator. Stock. Man sollte Stock schreiben können. Items? Holz? Holz. Nee, da ist es nicht. Moin Exo. Irgendwie finde ich für Sky Factory
Übersichtler als und einfacher als dein Mod. Aha. Wirkt mit den EMC-Punkten so kompliziert. Ja, toll, Snowflake. Ich bin übrigens hier gerade am Verzweifeln. Ach, hier ist das Richtige. Stock, ist doch richtig. Stock, was kann ich aus Stöckern bauen? Das kennen wir. Ich habe nämlich gerade ein Problem, dass ich nicht irgendwie effektiv an Redstone rankomme. Was ist das? Die Winning Root. Die Rotsteinfackel, klar. Das sind die ganzen Dinger. Dolche, Äxte, Wooden Warhammer, Iron Warhammer. Geile Scheiße. Poison Dart. Angeln. Was ist das denn? So ein Stock. Keine Ahnung, was ich mit diesem Stock anstellen soll. Computership. Ein Training Dummy. Yeah. Das ist das ganze IC-Zeug. Was ist das denn? Sensor. Computer Redstone Chip. Säge, Säge, Säge. Was ist das? Aha. Screwdriver. Tja. Und das meinte ich auch. Mit dem 7 der Materialien, weil du so ein Sieb hast, der dort eine Matzra rausbekommst. Wie baut man das Sieb? Das würde ich dann mal glatt ausprobieren. Support Frame. Nochmal ein Support Frame. 7 von Materialien. Also wenn da was geht, dann immer her da mal mit der Info. Erde, Stein. Was heißt ein Sieb auf Englisch? Sieb. Da ist nichts, da ist nichts. Ich weiß nicht, ob das bei dir im Mod ist. Bei Skyfactor ist es enthalten und Bestandteil. Aha. Weil das wäre gut zu wissen, wenn ich das wüsste. Was heißt denn Sieb auf Englisch? Das jetzt wüsste. Sieve. Mhm. Sieve. Nein. Es ist nicht enthalten. So, jetzt will ich erst mal gucken, was passiert, wenn ich das hier verbinde. Geht denn der Recycler jetzt an? Wieder nicht. Ich bin so gerade am Verzweifeln, wie ich den Recycler wieder zum Starten bringe. Ich hatte den Recycler einmal kurz angehabt. Das ist eine Wooden Transport Pipe. Der wird mir ohne weiterhelfen. Ich kann das nochmal ausprobieren. Nee. Es ist zum Heulen. Nix. Packen wir mal das hier rein. Ich bin echt am Verzweifeln. Und mein Inventar wird immer voller hier. Pack mal Kohle rein. Holzkohle. Können wir uns ja mal Holzkohle basteln. Ah, Holzkohle geht auch nicht zu EMC-Sieren. Nee. Das ist ja echt wieder mal der Hammer hier. Da ist ein Materialplatz. Ja, ich hatte vorhin aber irgendwie anders Energie reinbekommen. Das ist der Witz. Ich zeig dir mal wie. Ich hatte hier Kohle reingeschmissen.
Ja, hier ging das dann halt auch. Das ist dann halt der Generator. Und der ist dann da. Super. Ja. Und dann macht er mir das hier. Aber das Problem ist, wenn die Kohle weg ist, das geht ziemlich schnell. Boom, die nächste. Ja. Das ist das Problem. Naja, ein bisschen Zeug kommt dabei rum. Naja, lassen wir es mal so laufen. Könnte mir natürlich auch nochmal neue Kohle generieren. Auf klassischem Weg. Muss ich ja sowieso dann machen. Auf klassischem Weg. Das heißt, wir müssen uns mal wieder EMC-sieren. Ich kann mal gucken, ob ich hier was Schönes rauskriege noch. Gasträne. Was ist denn das da? Diamant. Bei 8000 noch was EMC wert. Es ist übel. Ich muss irgendwie an Redstone rankommen. Ich weiß nicht, wo ich irgendwo Redstone rauskriege. Ein Plattenspieler, ist ja geil. Muss ein Generator daneben bauen oder mit Stromkabel verbinden. Ja, das ist ja der Generator. Hier, das ist der hier. Generator. Ja, der Generator generiert. Deshalb heißt er bestimmt auch Generator. Ist ein bisschen komisch. Du brauchst Ex-Artis und Ex-Nihilo. Mit denen kannst du alle Erze sieven. Aha. Die werde ich wohl nicht haben, die beiden Mods. Das ist das Problem. Und ich weiß nicht, ob die mit dieser Version kompatibel sind. Das ist natürlich die Frage. Ja. Kriege ich da auch dann Redstone raus? Wäre natürlich auch gut zu wissen. Wenn ich da Redstone rauskriege, dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie in die Version hinkriege. Ex Astris Ex Nihilo. Da muss ich mal merken, den Namen. Warte mal. Oder ich hole mir mal eine Fotokamera und fotografiere mal den Chat ab. Wo? Nee, Quatsch. Ich brauche das ja nicht. Ich brauche das ja nur kopieren und pasten. Warte mal, ich paste mir das mal. Nicht so schnell tippen. So, dann kopiere ich das mir mal und guck mal, dass ich ganz schnell meine Textdatei finde. Wo habe ich denn eine Textdatei? Irgendeine Textdatei. Ich dachte, ja. Die Textdatei nicht, die auch nicht. Nehmen wir mal die Textdatei hier. Poste ich mir das da mal rein. Speichere ich mal. So. Machen wir erstmal ganz normal weiter und dann gucke ich mal nach, dass ich dann das dann damit hinkriege. Ja? Gut. Melonen. Weil Melonen, also EMC kriege ich hier zusammen. EMC ist echt kein Problem. Ja? Das ist hier. Aber es ist halt doch ein bisschen mühselig irgendwie. Irgendwie muss doch was hier gehen. Weil irgendeine Funktion müssen die Maschinen doch hier erfüllen insgesamt. Jetzt ist das Ding blau. Grün. Es war vorhin blau. Jetzt ist das Ding grün. Warum ist das Ding jetzt grün? Ich verstehe es nicht. Das ist das Problem. Ich verstehe es nicht. Warte mal, jetzt muss ich nochmal die Axt, die Dings holen. Warte mal. Ach nee, mal die hier. Weil die hier so rumsteht. So. Das ist das Komische. Jetzt ist das Ding grün. Jetzt ist das Ding wieder blau. Wird der hier vielleicht aufgeladen dadurch auch noch? Aber ich sehe hier keine Werte angezeigt. Das ist das Bekloppte. Warte mal, jetzt hole ich mal hier raus. Jetzt ist der hier aber aufgeladen, schätze ich mal, wa? Der ist jetzt noch aktiv. Entweder weil da noch die Ener. Ich mach da eigentlich viel zu viel Kohle rein. Ich müsste mal nur ein Kohlestück reinmachen, eigentlich anscheinend. Das ist doch irre hier.
So, einen noch bitte. Kann ich nochmal die recycelten Dinger rausmachen? Danke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Danke sehr. Gucken wir mal, was wir Schönes rauskriegen. Ein Brötchen. Und was anderes. Was ist das andere? Iron Dust. Yeah, ansonsten kannst du noch mit Botania-Erze generieren. Botania? Ich kann damit Botania-Erze generieren. Ich werde wahnsinnig. Was ist er da noch am machen? Da ist noch so und so viel Energie drin. Es ist die Hölle hier. So, ich brauche Wood, habe ich gesagt, damit ich überhaupt hier Zeug generieren kann. Wo haben wir den Wood hier? So gar nicht. Wo habe ich mein Holz? Hier ist mein Holz. Hier ist mein Holz. Ich sollte mal ein paar Holzers machen. Ja, nehmen wir hier ein paar Holzers. So, machen wir die Holzers hier rein. Hier haben wir noch die Holzkohle. Das heißt, wir machen mal hier Holzkohle rein. So, zack, bumm. Und hier mache ich auch nochmal so, zack, bumm. Okay, dann sollte hier mal ein bisschen Holz laufen. Ja, und dann machen wir eine Melone rein. Aber so ganz unbedarft Tacket zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Also ich denke mal, die meisten, die irgendwie Tacket spielen, also hier generell irgendwie Tacket, das sind so irgendwie Leute, die sich schon tausendmal irgendwo reingelesen haben. Weil sonst hat man hier irgendwie kaum eine Chance. Ja? Ich kann hier tierisch viel bauen, das ist alles super. Das funktioniert mit dem Magic Table echt genial. Das funktioniert alles super geil. Aber wenn es so darum geht, dass ich endlich mal ein bisschen Redstone habe, also Redstone ranzukommen, das weiß nicht wie. Es muss doch irgendwie eine effektive Möglichkeit geben, an Redstone zu kommen mit den Mods, die ich hier drauf habe. So rein theoretisch, ne? Ja, ich kann ja nochmal ein Menü aufmachen. Vielleicht sagt euch das hier was, wenn ich hier das aufmache. Das ist einmal IC2, das sind Red Power Sensors und WRCBE. Jo. Keine Ahnung. Na? Vielleicht kennt ihr was davon, ne? Dass man da irgendwie nochmal Redstone rauskriegt, ne? Weil es wäre echt genial, wenn ich da nochmal Redstone habe. Wenn ich so Redstone rauskriege. Ist alles andere ein Witz. Ich brauche eigentlich irgendwie eine Redstone-Quelle. Hey, sobald Redstone habe, läuft's. Na? Der Rest ist ein Witz. Das andere Zeug kriege ich alles aus der Maschine raus, aber das Einzige, was ich halt nicht rauskriege, ist Redstone. Ja? Apropos Redstone. Ich muss mal gucken, was meine automatisierte Blockfarm macht. Ja? Na, mal hier mal reinkloppen. So, was macht meine automatisierte Blockfarm? Die automatisierte Blockfarm, das ist die hier oben. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die funktioniert. Hier. Oh ja, die funktioniert. Wow! Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Der Mist funktioniert. Das ist das erste Tacket-Ding, was ich hier gebaut habe, was funktioniert. Und die funktioniert. Ja? Gibt bestimmt eine elegantere Methode, die anzusteuern. Keine Ahnung wie. Ich habe es hier mit meinem bisschen Altwissen gemacht über Minecraft, wo ich früher noch sehr viel Minecraft gespielt habe. Hat auch eine Weile dort ein bisschen zu fummeln. Hier. Und jetzt ist das Ding wieder grün. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass das grün wird. Das ist jetzt fertig. Hier ist noch ein bisschen Restenergie drin. Und jetzt ist das Ding grün. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man die hier mal so reinzieht, weil wenn ich mit den Shiftings mache, geht alles hier rein. Also ein bisschen blöd. Ein bisschen merkwürdig.